Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Arx. Von Arx, Arx, Arx. Warte mal, 36. Alles gut? So, wir sind auf der Suche nach dem Kraken, jawohl. Der Kraken, der ist, ich glaube, der wandert sehr viel. Jetzt müssen wir hier erstmal den kleinen Kampf bestehen. Haben wir. Und wieder mal ein neues Level erreicht. Sehr geil. Ich bin auch ziemlich zufrieden mit diesem Hai. Ich habe jetzt ja mal wieder einen neuen gezähmt. Der andere ist mir hops gegangen. Der andere Megalodon ist mir hops gegangen. Oder? Müssen wir eben aufsteigen. Alles halb so wild, alles halb so wild. Ich habe ja... genug von allem eigentlich. Ich muss ein bisschen mal gucken. Also was wollte ich denn jetzt als nächstes aufbauen? Ich glaube Gewicht. Nein, Gewicht. Nein, Moment. Halt, stopp. Kein Gewicht. Was erzähle ich denn da? Bewegungsgeschwindigkeit, Ausdauer. Ausdauer wäre nicht schlecht, ein bisschen erhöhen. Ausdauer wäre voll cool hier in diesem... in diesem ganzen Wasser hier. Ich habe herausgefunden, ich dachte mir immer so, warum sagen sie denn, okay, ja, die Brille, das bringt es richtig, die Brille zu nutzen. Jetzt habe ich sie ja zum Beispiel auf und dann habe ich mal einfach mal Ego-Perspektive gemacht und tatsächlich, zack, sind die Farben da, man sieht alles und überhaupt und so. Das habe ich sonst nie gemacht und ja, schön, bin jetzt voll dabei. Ich bin auf der Suche, wie gesagt, nach dem Kraken, aber auch nach seinem Futter. Denn sein Futter sind schwarze Perlen tatsächlich. Da bin ich so ein bisschen auf der Suche und möchte euch auch heute noch zeigen, eine sogenannte Unterwasserhöhle. Ziemlich geil. Oh, warte mal, ich glaube, hier ist eine Wand, oder? Ist hier eine Wand? Ich sehe sie so ein bisschen, die Wand. Hier ist tatsächlich die Wand. Ich glaube, wir sind fast eigentlich schon da, oder? Sind wir da? Warte mal, ich muss mal eben gucken mit diesem... Das Ding ist, dass man auch selbst mit der Brille nicht unbedingt alles sehen kann. Unbedingt. Ah ja, jetzt sehe ich die Wand. Schon mal etwas. Wir müssen mal ein bisschen. Aha, das ist ein Plesio. Jetzt ist er weg, jetzt ist er wieder da. Auch Level 35. Ich sehe bisher nur Plesios. Level 35 ist nicht unbedingt so toll. Und da sehen wir so einen Grafikfehler. Den kann man übrigens oben an der Oberfläche auch sehen. Nur mal so zur Information. Okay. Lasst uns den zerlegen, ganz kurz. Hier sind jetzt einige Megalodons mittlerweile. Aber das ist kein Problem für uns. Ich versuche den echt auf den Standard zu bringen, wo ich schon war. Es ist nicht ganz einfach, da bin ich ehrlich. Level 8. Ich muss mal ganz schnell nach oben schwimmen. Ja, das ist wie gesagt nicht ohne. Also ich habe meinen letzten Megalodon wieder durch Aale verloren. War wieder eine Gruppe von sechs Aalen. Und das ist alles andere als beschaulich. Wer sich jetzt fragt, ey, du hast doch eine Taucherausrüstung, eine richtige mit Sauerstoffpulle und so drin in deinem Inventar. Das ist korrekt. Ich bin aber eher so... Ja, ich behalte das sehr gerne, wenn es gerade nicht nötig ist. Und es ist ja nicht nötig. Auch wenn ich hier gerade irgendwo rumschwimme in der Tiefe. Level 20, Level 8, das ist alles Unkraut. Brauchen wir nicht. Machen wir eben kaputt die beiden, sonst stören die ihn einfach nur. Sind ja keine Gegner für uns. Ja, dann versuche ich den wieder zu leveln, hier diesen Megalodon. Ich habe noch einen anderen, habe ich auch noch gezähmt. Oh, jetzt geht's hier aber ratzebutz. Ah, kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Wenn sich nicht noch einer einmischt, dann ist alles gut. Denn schwimmt schon wieder der nächste.
Und wir haben gleich das nächste Level. Das finde ich einfach so genial. Wir können wieder hoch tauchen. Oh, wir werden langsam schwer. Das ist nicht so gut. Wir müssen ein bisschen was abwerfen gleich. Ja, das ist so ein bisschen... man muss immer so mal ein bisschen gucken, weil ganz ehrlich... Ich schwimme zwar jetzt die ganze Zeit hoch und runter, aber so tief ist es ja eigentlich gar nicht, das Wasser. Wenn man es ganz genau nimmt. Ich brauche so ein bisschen davon. Das schmeißen wir weg. Wir haben sehr viel Fisch hier drin. Man muss dazu sagen, die Fleischfresser, die essen auch sehr viel Fisch. Und ich glaube sogar bevorzugterweise. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich meine schon bevorzugterweise. So, lasst uns mal nach unten schwimmen. Ich glaube, da ist es auch schon. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich muss mal eben einmal umschauen. Da ist ein Anglerfisch. Relativ uninteressant. Ich habe zweimal einen Kraken gesehen. Hier bei uns in der Ecke. Ja. Hier ist die Unterwasserhöhle übrigens. Manchmal daran zu erkennen, dass hier Luftblasen tatsächlich aufsteigen. Und dann hat man hier so eine geile Unterwasserhöhle. Die ist einfach ziemlich cool. Erstmal, weil es hier diese Perlen gibt. Siliziumperlen, die man ja auch für Kühlschrank braucht und so weiter und so fort. Also ziemlich geil. Ich habe mir mal schon mal überlegt. Oh, hier ist die Kiste. Die habe ich letztes Mal gesucht. Hab mich dann halt so gefragt, ja, kann man sich hier drin überhaupt aufbauen? Ich weiß nicht, ob man sich hier überhaupt aufbauen kann. Wäre ziemlich cool, wenn man es könnte, weil dann könnte man sich hier sozusagen ein Versteck bauen. Das Problem ist natürlich, ne, Ark ist nicht seit gestern draußen, sondern Ark gibt es ja schon ein paar Tage länger. Und das ist ja natürlich so das Problem vielleicht daran, dass das vielleicht, also jetzt auf dem PvP, ich meine auf dem PvE ist es eh nicht relevant, also nicht wirklich, aber auf dem PvP eigentlich schon. Das Einzige, was man natürlich braucht, man braucht natürlich einen Fisch. Ich meine jetzt, egal eigentlich welchen Fisch. Eigentlich ist es wirklich egal, welcher Fisch. Hauptsache, man kommt hier irgendwie ansatzweise rein. Oh, Level 88 hat er schon. Muss sich allerdings heilen, der Kleine. Aber das kann noch ein bisschen dauern, ehrlich gesagt. Es ist nicht schlecht. Was man aber halt bedenken muss, man kann keine Landtiere... Na klar kann man mit denen tauchen und alles. Ja, gebe ich auch offen und ehrlich zu. Das klappt. Das Problem ist, dass sie nicht so viel Sauerstoff haben. Und ich glaube, die kommen auch nicht da hoch. Es sei denn natürlich, man baut irgendwie so eine Rampe oder so wahrscheinlich. Das Problem ist, um diese schwarzen Perlen zu finden, brauchen wir, ich glaube, drei Unterwasserwesen haben das tatsächlich. Die Unterwasserhöhle hat sogar Luft, also da muss man sich auch noch nicht mal Gedanken drüber machen, dass man da irgendwie keine Luft bekommt oder so, sondern man kriegt tatsächlich automatisch Luft. Und es sieht ziemlich geil aus, so farbenfroh. Ich habe das erst neulich entdeckt, wie gesagt, dass ich tatsächlich... mit der Taucherbrille in der Ego-Perspektive sein muss dafür. Da ist schon wieder ein neuer Hai. Ja, welches Level hat der? Level 12er. Ich war echt auf der Suche nach einem größeren. Geht ja nichts über größere Haie, eigentlich. Kleiner Anglerfisch, also mal eben in Ruhe. Der interessiert uns nicht. Ich brauche Luft. Luft ist erstmal das, was ich brauche. Weil ich habe mich echt gefragt, so, okay, die Taucherbrille taucht irgendwie nichts. Und dieser nervige Rand, der da noch ist, halt drumherum, das ist ja auch irgendwie so ein bisschen nervig. Aber ganz ehrlich, für Unterwasser ist das gar nicht mal so verkehrt eigentlich. Komm, dann machen wir den jetzt erstmal noch hier. Zeigen wir mal, wer hier der Big Daddy ist. Ja, die Krake, die habe ich, im Norden habe ich sie gefunden. Natürlich da, wo es arschkalt ist. Warte mal, hier war da irgendwo ein Plesio noch, ne? Da müssen wir mal ein bisschen aufpassen auf den Plesio, nicht dass er... Ja, da sind natürlich gleich wieder zwei. Ja, die sind nicht ohne. Die können gut zuschnappen. Da ist der Wal... Aber ich glaube, das ist nicht der richtige... Oh fuck, da sind Aale. Die habe ich jetzt gar nicht gesehen. Warte mal, wo schwimme ich denn gerade hin? Ja, die sind da. Also man sollte es vermeiden, den Aalen zu nahe zu kommen. Oh, ich brauche schon wieder Luft.
Ich habe den Kraken, habe ich zuletzt dort hinten zwar gesehen. Ich weiß, dass ich ganz völlig falsch schwimme eigentlich. Einerseits versuche ich auch ein bisschen jetzt gerade mal der Tierwelt hier zu entkommen. Problem, einer nach den anderen hier. Oh, es sieht nicht gut aus. Die Mantas sind sau stark eigentlich. Ach, da ist ein Hai hinter mir. Der hat mich gar nicht gesehen. Ja, wir wollen uns jetzt nicht unbedingt mit so vielen prügeln. Warte mal, ich level mal unser Freund hier. Das Ding ist auch einfach, er muss sich ja auch heilen. Ich kann ihn natürlich selber zum Fressen geben, wenn ich jetzt zum Beispiel hier das Inventar öffne und ihm genau dieses Fleisch hier gebe, dann heilt er sich natürlich selbstständig. Aber es das heißt selbstständig, aber er heilt sich dadurch erst. Ah, ich brauche schon wieder Luft. Das ist viel wichtiger gerade. Wo ist er denn? Da ist er. Ah. Alles zu packen, alles zu machen. Jetzt werde ich, glaube ich, wieder langsam ein bisschen voll. Ich muss mal wieder ein bisschen Fisch rauswerfen. Ihr entschuldigt mich das. Ich könnte natürlich auch sagen, der soll nichts aufheben, aber lass mal gut sein. Kommen wir heilen ihn mal zwangsweise. Wir verhelfen ihn zu seinem Glück, weil sonst dauert die automatische Regeneration dort einfach dafür zu lange. Da haben wir nicht wirklich die Zeit dafür. So, ich gehe mal eben mal wieder Luft holen. Wir könnten eigentlich, könnten wir mal da hinten in den schwimmen. Das Problem ist, dass es da Quallen gibt, da gibt es Aale und. Also wirklich Viecher einfach, die man nicht möchte. Und das sind halt, das war halt die letzte Position von diesem Kraken. Und ich habe wohl auch gehört, dass es einen Alpha-Kraken gibt, was ja natürlich richtig krass ist, weil so ein Alpha-Kraken, der ist ja natürlich nicht ohne. Wir wissen ja, Alpha-Viecher sind sowieso nicht ohne. Und da bietet sich das an, wenn ich sowieso eine Ego-Perspektive gehe, um halt ein bisschen mehr zu erkennen. Da waren jetzt gerade mal ein paar Quallen. Wir haben viele Ölquellen hier. Was auch tatsächlich frei mittlerweile ist. Ich habe das ein bisschen gesäubert mal wieder. Wir wissen ja noch in unserer Anfangszeit, da gab es ja auch kaum was. Das war ziemlich cool, weil da hatte man seine Ruhe gehabt. Und jetzt habe ich hier erstmal ein paar Megalodons erlöst, sag ich mal, aber es sind schon wieder neue gekommen, wie man unschwer erkennen kann. Ich muss mal eben ein bisschen Ausdauer tanken, sonst haben wir gleich ein Problem, falls wir auf einmal doch. Oh! Die sind neu. Aale. Die Schrecken der Tiefsee, ohne Witz. Ach, da kommt der Megalodon schon. Kommt noch irgendwas hinterher? Nein, ne? Wenn es nur der Megalodon ist, ist alles cool. Ja, alle sind so ein bisschen Spielverderber. Gerade wenn man sich wirklich was Gutes gezähmt hatte. Und den Megalodon, den ich hatte, der hatte ja, glaube ich, ein Level. Was hatte der? Level 178 oder so? Ich weiß es gar nicht mehr. Dekorative Färbung gefunden, brauchen wir jetzt nicht wirklich. Ach, scheiße, habe ich die Pfeile auch weggeworfen? Wollte ich eigentlich gar nicht. Ach, so kann's kommen.
Wir schwimmen mal eben weiter, ein bisschen weiter weg hier. Ist ein bisschen hell. Also ein bisschen von den Aalen wegkommen vor allem. Weil ich hasse die wirklich. Also es gibt nichts, was ich mehr hasse, glaube ich, als diese scheiß Aale. Wo sind wir denn jetzt hier? Vor allem, da habe ich auch irgendwo letztes Mal einen Aal gesehen und dann war er auf einmal weg. Ja, toll, die sind genau unter mir. Ey, man sieht halt auch einfach auch gar nichts, wenn man Ego-Perspektive hat. Also ich wette, gleich kommen wieder Aale und ich bin einfach mal weg. Mal wieder. Die sind verdammt nah an mir dran. Hier ist natürlich die Wand. Boah, ich muss Land gewinnen. Boah, diese Dinger, ich hasse sie. Ich hasse sie, ohne Witz. Sie haben mir schon vieles genommen, diese Aale. Meine Idee ist es ja, so eine kleine Aalzucht zu haben und eine kleine Aalarmee, um dagegen vorzugehen, aber ich bezweifle, dass das klappt. Aber ich kann mich natürlich auch täuschen, aber schauen wir mal, wenn es soweit ist. Diese Viecher, ey, ich hasse sie. So, wartet mal, wir sind jetzt wieder hier oben. Wir sind nahe bei Knusprig. Der Knusprig hat sich allerdings schon lange nicht mehr zeigen lassen. Aber gut, so ist das ja immer mal wieder, ne? Entweder hat man Lust auf so ein Spiel oder man hat keine Lust. Jetzt muss ich ein bisschen Acht geben. Eben dessen, weil ich nicht so viel sehen kann. Das hat mir schon gereicht, um mich zu erschrecken. Nein, das sind Quallen. Das ist mir Wumpe. Ich sehe es gleich kommen. Gleich kommt wieder von irgendwoher ein Aal. Und ich habe die längste Zeit gelebt. Oder was anderes kommt, ein Mosasaurus. Dieser Mosasaurus, der ist genauso anscheinend selten wie die Krake an sich. Aber ich sehe wirklich nichts. Das ist ein Megalodon. Der ist relativ uninteressant. Was schwimmt da denn? Okay, ich glaube, ich habe den Mosasaurus gefunden. Jo, haben gefunden. Mosasaurus. Okay, also die Tiefsee ist natürlich interessant, weil du weißt wirklich nicht, was hinter der nächsten Ecke dich erwarten könnte. Und das ist halt auch das Problem. Hier sehen wir übrigens wieder den Grafikfehler. Also halt bedeutet, das hier ist tatsächlich eine Höhle. So, wir machen mal eben jetzt den nochmal fertig eben. Wenn es denn funktioniert. Oh, da kommt gleich der zweite, das ist nicht so toll. Kein Bock auf unbedingt zwei gleich. Wo ist denn der jetzt hin? Ah, der ist unter mir. Oh, der ist gar nicht mal so schwach. Boah, macht der Schaden. Da hinten war, glaube ich, jetzt gerade wieder ein Aal. Ne, das sind andere quälende Geister. Ich muss mal gucken, dass ich die irgendwie wieder loswerde. Na, die kann ich gar nicht loswerden, kann das sein? Na, kommt drauf an, wie ich schwimme. Wenn ich die jetzt so entkomme, dann ist eigentlich alles gut. Ich muss natürlich immer ein bisschen untertauchen, das ist einfach so. Wir werden gleich mal versuchen, den Mosasaurus zu bekommen. Ist natürlich, eigentlich ist das total geisteskrank, ja. Ich bin alleine. Erstmal das. Und zweitens. Ne. Das schaffe ich nicht. Aber ich werde mein Bestes versuchen. An sich habe ich die richtigen Ultisilien dabei. Ich muss mal eben gucken, wo das war mit dem Grafikfehler. Dann werde ich mich so ein bisschen richten. Okay, das ist der Hai, der mich nicht interessieren sollte. Der Megalodon. Ja, ich sehe den Grafikfehler auch gerade nicht. Ich meine, der Mosasaurus, der bewegt sich ja sowieso fort. Aber es müsste hier gewesen sein, tatsächlich. Wisst ihr was? Ich gebe den jetzt mal hier zwangs...
Zwangsernährung. Tut mir leid, aber du brauchst das gerade. Aber wir müssen vorsichtig sein, weil hier gibt's Aale. Boah, ich sehe überhaupt nichts. Ich hasse das ja, wenn ich nur aus so einem komischen Spiegel gucken kann, sag ich mal. Krieg ich direkt Plack. Der war doch gerade hier, oder? Scheiße. Da ist er. Ist das ein Vieh? Das Problem ist sogar, dass der sogar schneller ist als ich. Ich sehe ihn nicht, doch da sehe ich ihn. Boah. Ich werde sowas von verkacken. Ihr glaubt es gar nicht. Der Mosasaurus. Ja, lebt und lebt. Wir werden das jetzt mal versuchen. Taucherausrüstung an. Licht an, Spot an. Ab geht die Post. Was hat er denn überhaupt für ein Level? 28, das ist mir scheißegal. Oh. Ah, du triffst mich nicht. Ich will da nicht runter. Ich hab da keinen Bock da runter, also seien wir mal ehrlich. Er schwimmt da freiwillig runter. Wo ist denn der jetzt hin, Alter? Problem ist, der ist genau da, wo die Quallen sind, ne? Der Sack. Guckt euch dieses Riesenvieh an, diese Riesenechse. Fängt das. Ich treffe ihn einfach nicht. Wie so ein dicker Salamander. Oh, ich habe ihn getroffen. Ich habe angeklopft. Nett natürlich. Nett und sozial. Er kommt hoch, tatsächlich. Er kommt nicht so hoch, oder? Ja, treffen muss man natürlich. Der scheint ziemlich riesig zu sein. Also irgendwie scheint es ihn auch nicht zu jucken. Habe ich das Gefühl. Boah, fuck. Hä, was war das denn? Für ein komischer Fehler. Er haut ab, ich weiß nicht, warum er abhaut. Bleibt doch bei mir, ein bisschen rumspielen hier. Boah, ist das ein Vieh, oder? Ist das ein Vieh? Oh, er hat mein Hai gerochen. Boah, ich hasse diesen Bug mit diesem Pfeil. Oh, der mag es vielleicht doch nicht so. Oh, oh, oh. Nö, nö. Der hat nicht so ein Interesse an die Pfeile. Wie er einfach wieder runtergeht. Wie er einfach runtergeht. Erstmal schwimmt er ein bisschen nach oben, um dann wieder nach unten zu schwimmen. Oh, ist das ein Riesenvieh? Ist das ein Riesenvieh? Weißt du was? Schlaf einfach, okay? Weil dann können wir beide Freunde werden. Aber zum Glück habe ich genug Pfeile eingepackt. Ich bin wirklich gerade sehr... Ich meine, ich habe es ja... Oh, er kommt wieder hoch. Okay. Die Echse kommt wieder hoch. Scheiße. Ja, der hat wirklich richtig Lust. Der hat richtig Lust zu kämpfen. Beziehungsweise, ich weiß nicht, was er macht. Es ist die Taktik, komm zu mir. Und ich zeig dir meine Welt. So sieht's aus. Das will er mir damit sagen, in Wirklichkeit.
Aber bitte nicht zu den Quallen, danke. Boah, ist das ein Vieh, oder? Vor allem, ich beschieß den. Der interessiert sich voll nicht dafür. Er sagt sich so, ach ja. Nu. Da ist jemand. Wieso geht er denn jetzt runter? Habe ich gesagt, du sollst da unten gehen? Der flüchtet, glaube ich, oder? Ich weiß nicht, was er macht. Jetzt hat er mich aber angeguckt, du. Hä? Ich weiß nicht, was er macht. Was war das denn wieder für ein komischer Fehler hier? Hä, ich glaube, ich bin zu nah an der Wand. Ich weiß es nicht. Hä, wo bin ich? Ah, da. Der Geile ist... Oh, der hat mich angegriffen. Oh, 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 oh. Ich habe keine Ahnung, ey. Ich will immer nur zusehen, dass ich mein Heil kriege. Mein Megalodon. Seht ihr das? Der hat richtig Lust, einen zu verarschen. Boah, boah, boah. Boah, ich weiß echt nicht, ab wann... Ich meine, der steckt ja wirklich viel ein. Da brauchen wir nicht drüber reden, ja. Ein Mosasaurus, der gerade auf mich zuschwimmt. Oh, 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 oh. Er kommt ein bisschen höher. Er will mich küssen. Du willst mich küssen, aber ich komme wieder runter zu dir. Verdammter Bug. Komm schon. Wo sind jetzt mein... Ah, da. Ich sehe nicht. Komm her, du Eidechse. Was ist denn los mit dir? Ich sehe nicht. Ich entschuldige mich jetzt schon mal für dieses Nicht-Treffen. Hä? Ich hab den getroffen, da kam Blut raus. Ich hab's genau gesehen. Das ist wie mit den Vögeln, das ist auch immer so nervig. Jetzt haut er mir ab. Oder? Ich weiß es nicht, was er macht. Es ist aber... Oh mein Gott. Oh! Wo ist er hin? Ah, da. Boah, was ist denn los mit dir? Ohne Witz. Hast dich voll verändert. Oh, ihr ahnt gar nicht, wenn ich das mal fertig haben sollte. Erstmal, also, ich treffe den überhaupt gar nicht. So nach dem Motto, ey, was war das denn? Möchtest du was von mir? Oh, 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 oh. Oh, ja. Huh, der kommt ja auch hoch. Mann, mach doch keine Scheiße, Mann. Ich will doch dich einfach nur... Ich muss echt meine Umgebung ein bisschen mehr im Auge behalten. Guckt euch das an. Diese Sau schwimmt nach ganz nach unten. Oh, um dann total auszurasten. Junge. Hey, bleib cool. Hat er gemerkt, was ich vorhabe? Oh, oh, oh. Ey, kann das sein, dass er jetzt total ausrastet? Alter, was ist denn los? Chill.
mal deine Basis. Was für ein Erdferkel, ohne Witz. Aber der ist jetzt kurzzeitig ausgerastet. Habt ihr das mitbekommen? Bin mir nicht sicher, ob man das mitbekommen hat. Das juckt ihm auch einfach gar nicht, ne? Der schwimmt hier weiter seine Bahnen, ey. Wie viel habe ich noch? Armbrust? Geht so. Oh mein Gott, ich war ja ganz nah an dem dran. Oh, 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 oh. Das wird teuer. Hä? Ich meine, was ist mit ihm? Fall doch einfach um, ohne Witz. Ich sing dir auch ein Schlaflied. Wenn du möchtest. Der möchte wieder, dass ich nach unten komme. Das ist Trick 17, den kenne ich jetzt schon. Sehr gut. Er lässt sich nicht beeindrucken davon. Ich kacke schon ins Wasser, vor lauter Aufregung. Nee, das interessiert ihn nicht. Das interessiert ihn einfach nicht. Ich kann machen, was ich will hier gerade. Dann haut er auch noch einen richtigen Moment ab. Ich glaube, der kommt jetzt wieder, um mich ein bisschen zu nerven. Oh, der kommt tatsächlich. Ist hier nix? Ah ja, so kommt er hier nicht. Also, habe ich jetzt gedacht. Wo ist er denn? Oh! Ah, er hatte wieder die Ausrastphase. Jetzt hat er wieder die... Komm mit mir. Das gibt's doch gar nicht. Ich habe keine Angst vor dir. Scheiße, jetzt habe ich aber Angst. Boah! Du weißt ja nie... Die haben zwar ihre Grenze, diese Tiefseedinger, aber ganz ehrlich, wenn die doch Bock haben... Dann kommen die doch noch höher, wenn die wollen. Ohne Witz. Wenn die wollen, dann könnten sie noch höher kommen. Ich treffe ihn zwar die ganze Zeit. Jetzt ist hier schon wieder sonst irgendein Bug. Er macht manchmal so ganz komische Bewegungen, wo du denkst, okay, jetzt ist es soweit. Und dann macht er die Bewegung, hahaha. Ha. Ich glaube, er kommt wieder hoch ganz langsam. Komm, wir essen zeitig. Was ist denn los mit dir? Ich spiele mit Mosasaurus fangen, ey. Das gibt's nicht. Ich habe keine Pfeile mehr. Ah, ernsthaft. Ich beiß dir in den Schwanz. Okay, es ist Feierabend hier. Jetzt ist Feierabend. Guckt euch diese Kröte an, ohne Witz, ey. Dieses undankbare Wesen. Ja, es hat keinen Sinn. Ich habe da jetzt wie viel Schuss drauf gehämmert? Ich habe keine Ahnung. Es hat keinen Sinn gemacht. Schade. Echt schade. Ich werde mal eben meine Ausrüstung ablegen. Oh, hat auch ganz schön was verbraucht. Also ich muss definitiv mehr mitnehmen. Ich weiß gar nicht, was war das jetzt für ein Level? Irgendwas mit 30, glaube ich, ne? Bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Aber das ist schon eine harte Szene, ohne Witz. Das ist eine richtig harte Szene. Ja, ich würde sagen, danke fürs Zusehen, Zuschauen. Wir werden mit Sicherheit irgendwann mal ein Mosasaurus zähmen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also wenn, dann wird das natürlich so ablaufen, dass er denn schon liegt. Also ich werde jetzt da nicht nochmal extra loswandern und sagen, okay Leute, jetzt gucken wir nach dem Mosasaurus. Weil eigentlich möchte ich ja eine Krake haben. Also die möchte ich noch vor dem Mosasaurus ganz gerne haben. Das Problem ist, dass es eine gewisse Vorbereitung gibt, weil ich habe wohl gesehen, man kann sehr wohl alleine eine Krake zähmen. Ist natürlich ein bisschen schwieriger Natur, gestaltet sich auch ein bisschen schwieriger. Aber ganz ehrlich, wenn man das alleine schaffen kann, dann ist es schon ziemlich cool. Aber auch nur wenn. Wir haben sie jetzt ehrlich gesagt nicht gefunden, aber dafür haben wir den Mosasaurus gefunden. Und ich glaube, die wechseln sich auch immer ab. Mal gibt es die Krake, mal gibt es den Mosasaurus, weil den Mosasaurus habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Während ich die Krake, keine Ahnung, zweimal schon gefunden habe. Und deswegen, ja, lass uns mal einfach mal überraschen, was als nächstes kommt. Wie gesagt, also ich will ganz gerne das versuchen, wenn die Krake denn da ist. Sie zu zähmen. Wie gesagt, da brauchen wir noch die schwarzen Perlen. Das Problem ist, dass diese schwarzen Perlen halt sehr schwer zu besorgen sind.
da sie halt in drei Tiefseewesen drin sind, unter anderem der Tiefseeskorpion, als auch die, boah, wie heißen die Dinger denn? Die Schnecken mit Tentakelarmen. Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Die tragen tatsächlich auch schwarze Perlen, aber auch allerdings nicht so viel. Und ja, Loco, lass uns mal einfach mal überraschen. Es ist ja jetzt schon Nacht geworden, ne? Und 35 Minuten haben wir auch schon hinter uns. Deswegen würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, ciao.